Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf dem Kanal. Und wir spielen wieder die Alpenmap Neue Minibrunnen. Und ich habe mir mal gedacht, hier das Tagwerk ist vollbracht. Und wir lassen hier mal ein bisschen, ja, die abendliche Stimmung hier in den Alpen auf uns wirken. Vor uns steht der Fans. Ich habe die mittlerweile ausgetauscht. Ich habe jetzt hier den großen genommen, den 728, weil wir werden mit dem nicht nur hier Silage oder haben mit dem nicht nur die Silage zur BGA gebracht, die hier ordentlich gearbeitet hat und natürlich auch Profit abwirft. Und sondern wir werden mit dem dann auch im nächsten Monat, denn gleich geht's in den nächsten Monat, werden wir hoffentlich unsere Sonnenblumen ernten. Yo, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen Wagenpflege, ein bisschen Reparaturen durchgeführt an den nötigen Fahrzeugen hier drüben und wir laufen hier zum Hof, zu unserem Bauernhof, zu unserem Bauernhaus und werden jetzt mal in den nächsten Tag gehen, in den nächsten Monat, um genau zu sein. Der Honig ist auch schon da, sehr schön. Den Tieren geht es soweit gut, es ist alles soweit versorgt, die Produktionen laufen und wir werden uns jetzt zur Nachtruhe begeben, um am nächsten Tag, ja, nicht ganz so früh loslegen zu können. Ich hoffe doch wirklich, dass wir dann gleich mal hier unsere Ölmühle, unsere Ölproduktion einkaufen können und dann geht es auch schon wieder los. Und wir sehen, wir haben sogar Einnahmengebäude. Ja klar, das ist unsere Photovoltaikanlage. Und die Sonne scheint heute im November und wir haben gutes Erntewetter. Aber wir sehen auf der anderen Seite hier, die Heizungen sind am Laufen, die Kamine, da raucht es. So, wir schauen mal ganz kurz ins Kärtchen. Wir schauen ins Kärtchen und hoffentlich zeigt er uns an, dass doch hier unsere Sonnenblumen erntereif sind. Ja, wunderbar. Feld Nummer 18, Feld Nummer 20 sind erntereif. Und, ach du Schande, auch das Ackergras ist erntereif, wenn ich das richtig sehe, ne? Wir können dann auch noch ein bisschen hier Feld Nummer 12, Feld Nummer 8 werden wir dann hier noch ein bisschen düngen. Und zwar mit Miste, denn wir haben jede Menge Miste mittlerweile. Und zwar nicht nur im Schweinestall. So, da schauen wir mal. Oh ja, fast 28.000. Und da drüben unsere Kühe haben auch jede Menge Miste gemacht. Da habe ich dann jetzt den kleinen Fendt. Ich sag mal den kleinen, den mittleren. Der kleine ist ja oben am Berg. Aber hier unser 27er, der ist bereits mit dem Miststreuer hier angekoppelt. Und auch hier hat 26.000. Das heißt, wir können gleich mal loslegen. So, Dille, machen wir mal ein bisschen Licht ans Fahrrad und dann geht's los hoch aufs Feld, wo wir ja Mais geerntet haben. Da können wir dann gleich mal als erstes andüngen und hier haben wir das Ackergras, das ist auch erntereif. Au, 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 da haben wir ja noch richtig hier im November zu tun. Oje, oje, oje. So, Dille. Ja, er zieht, er schleppt hier mit 16 Tonnen oder 16 Kubik auf jeden Fall hier Miste. Okay. Jo, wir machen das wieder von oben nach unten. Dann tut er sich ein bisschen leichter. Dann werden wir hier einige Felder in der Zwischenzeit, wenn wir die Sonnenblumen ernten, werden wir dann hier ein bisschen wieder Arbeit machen. Wir schauen immer, dass wir aber auf jeden Felder oder dass wir immer ein bisschen was zu tun haben. Dass unsere Helfer was zu tun haben. So, das Ganze wird ausgeklappt. Und ich glaube, der hat jetzt keine ganz so große. Ich bin mir auch sicher, dass wir den auch nur gemietet haben, ne? Also, ich muss nochmal schauen, ob wir hier weiterhin mit Mist arbeiten wollen. Ja, das passt sehr gut. Wunderbar. Das passt, das trifft. Denn ich muss jetzt mal schauen. Ah, was haben wir hier denn? Oh, ein Fendt 300, aber so einen haben wir, glaube ich, schon, oder? Ja, fast. Ja, ist aber ein kleiner 142. Und das hier brauchen wir eigentlich auch nicht. Okay, so, und gemietet haben wir, wie ich sehe, klar den Miststreuer. Also da müssen wir uns überlegen, ob wir den behalten, weil das Ganze kostet ja Geld. Oder wir kaufen eben einen, denn wir haben ja 492.000. Wir sind schon wieder bei fast einer halben Million, also es läuft. Und der große Verkaufstag kommt ja erst noch. So, jetzt sehe ich,
Jo, der Verkehr wartet zum Glück. Aber wir könnten natürlich hier ihm die Sache ein bisschen leichter machen. So, Dele. Wir können es ihm etwas leichter machen. Machen wir ein kleines Vorgewende noch. So, ein bisschen Licht. Ah, wie die Sonne da drüben. Herrlich, herrliches Licht hier morgens um 9 Uhr im November. So, ja, den Motor wollte ich eigentlich nicht ausschalten. Ich wollte eigentlich nur hinten auf hören auszustreuen. So, dann sollte das jetzt kein Problem sein. Dann müsste er ja ohne Probleme jetzt hier wirklich der Helfer das hier abarbeiten können. Stopp. Ja, das ist die falsche Richtung, mein Freund. Dann machen wir das so. Ja, und dann bringen wir dich erstmal ein bisschen hier in die Spur. Und so passt es. Und ab die Post, mein Freund. Es geht los. Hier haben wir unser New Holland. Da machen wir mal die Blink Blink an. Denn wir haben auch das Gerät schon mal gewartet. Wir haben es geputzt. Und jetzt haben wir hier auch unseren Maispflücker dran. Und mit dem geht es jetzt los. Zu den Sonnenblumen. Und dann bringen wir den hier erstmal an den Start und dann holen wir den 728er als Achtfahrer. So, Vorsicht, Vorsicht. Von links kommt nichts, von rechts kommt hoffentlich auch nichts. Und wir kommen hoffentlich hier zum Hof raus. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, da kommt jemand, der will abbiegen. Mit Sicherheit will der abbiegen. Ja, machen wir auch mal hier ein bisschen. Oh, was hören wir hier? Die Enten. Oh, das war jetzt, glaube ich, knapp. Aber mit dem Schneidwerk geht es ja auch, weil das können wir ja zusammenklappen. Ich weiß jetzt gar nicht, 9 Meter Arbeitsbreite, wenn ich richtig weiß. Auf jeden Fall kommen wir mit dem zügig vorwärts. So, jetzt sollte hoffentlich uns keiner entgegenkommen. Und das erste Feld müsste doch gleich hier sein, oder? Jo, so, wo stoßen wir rein? Ah, da drüben hat es ja einen Feldweg, stimmt. Da hat es einen Feldweg. Ja, das war mir klar, der kommt nicht vorbei. Aber wir stechen jetzt hier erstmal in den Feldweg rein. So. Ja, dann fahren wir erstmal bis nach hinten durch und dann wird die Maschine in die Arbeitsstellung gebracht. Und dann bin ich vor allen Dingen bei dem linken Feld gespannt, weil ja die Umweltbewertung noch bescheiden ist. So, wir klappen das Gerät aus. Wir klappen vorne das Schneidwerk aus. Und dann müsste eigentlich alles hier ready sein. Okay. So, jetzt. Na also, los geht's. Sehr schön. Und ihr wisst es ja, ich liebe Sonnenblumen- und Maisernte. Da tue ich mich deutlich leichter als mit dem anderen Schneidwerk. Weil hier kann man wirklich schön, schön, schön in der Spur bleiben. Wir können übrigens Blink, Blink ausmachen. Wir sind ja auf dem Feld. Hier brauchen wir es nicht mehr. So. Dann werden wir wieder einmal ein Vorgewende fahren. Und wir schauen mal kurz in die Map. Wie sieht es denn ertrags... Oh, das ist aber schön grün. Das gefällt mir sehr gut. Das sieht ja ertragsmäßig gut aus. Das sieht wirklich sehr gut aus. Okay.
Okay, wunderbar. Ja, wie Helfer. Ah, ja klar, unser Mist, da ist der Tank leer. Da müssen wir uns dann auch gleich drum kümmern. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, weil hier hat es nämlich einen Zaun. Stimmt, stimmt, stimmt. Und mittlerweile haben wir hier fast 174 Spielstunden auf der Uhr. So, das passt soweit. Da kommen wir gut dran vorbei. So, 20%. Der Korntank ist noch nicht gefüllt. So, Dele. Und da stehen schon wieder die Rehe auf der Straße. Okay. Dann denke ich, ab hier können wir dann den Helfer losschicken. Obwohl, Augenblick, mir fällt gerade ein. Mir fällt gerade ein, wir sind ja da vorne so. Ja, stimmt, das ist jetzt, das gereicht uns jetzt zum Nachteil. Ja, wir lassen mal den Helfer fahren und schauen mal, ob er da oben die kleine Spur irgendwie, ob es ihm reicht, dass er dann auf jeden Fall weiterfährt. Oder ob er dann jetzt wendet. Jo, und als nächstes, ich habe zwar in der letzten Folge gesagt, dass wir erstmal ein kleines bisschen kürzer treten müssen, was Felder angeht. Aber hier wäre natürlich die logische Konsequenz, da uns jetzt dieses Feld gehört und dieses Feld, dass wir uns da noch dieses da drüben schnappen. Dann haben wir hier wunderbar drei Felder und die sind alle in der Nähe natürlich von der Ölmühle und das hat hier genau nicht gepasst. Okay, sehr schön, dann fahren wir mal da hoch. Und dann können wir nämlich hier, denke ich, Raps und uns hier unten hier auf Raps und Sonnenblumen konzentrieren, damit wir das nämlich relativ zügig dann in die Ölmühle bringen, um Rapsöl und Sonnenblumenöl zu machen. Also da bin ich noch ein bisschen am Überlegen, aber das werden wir logischerweise erst dann im nächsten Jahr machen. So, den schicken wir jetzt mal los. Hier haben wir noch das Licht an. So, Dille. Und was ist das für ein Licht? Ach, das ist er hier, gell? So, dann fahren wir mal mit ihm hier jetzt zum Feld. Aber davor geht es erstmal zur Ölmühle. Dann werden wir die nämlich kaufen. Dann haben wir nämlich das Thema auch erledigt, sozusagen abgefrühstückt. Ja, der hat halt 3, 4, 5 PS mehr und der kommt natürlich dann mit den vollen beiden, mit den Anhängern, mit den beiden vollen Anhängern deutlich schneller und besser vorwärts als der 27er. So, und da fahren wir nämlich hier rechts rum zur Ölmühle. Und hier die Felder sind alle abgeerntet, teilweise schon vorbereitet für die nächste Aussaat. Aber eben nur teilweise. Und hier im Industriegebiet, da ist die Ölmühle, deswegen bietet sich das natürlich hier an mit den drei Feldern. Dann haben wir es nämlich nicht ganz so weit, um unser Material, unsere Feldfrüchte, unsere Erträge dann eben auch zur Mühle zu bringen. So, das geht hier auch gleich wieder rechts rum und eigentlich müsste es diese hier sein. Jetzt schauen wir mal, ich glaube hier ist die Einfahrt. Okay.
Genau. Und jetzt, wo kaufen wir diese wunderschöne Mühle? Also hier ist die Abladestation und ich denke, hier ums Eck wird's genau, der entsprechende Punkt sein, um das Ganze zu kaufen. Was soll unser Spaß kosten? 80.000? Ja, da denke ich doch gar nicht lange drüber nach. Ist somit erledigt. Ölmühle gehört uns. Es fehlen Produkte. Das ist im Moment klar, aber das wird sich gleich ändern. So, das machen wir alles aus und los geht's. Wir fahren mal aufs Feld. Vielleicht können wir schon ein bisschen abtanken. Oh, da müssen wir vorsichtig sein. Da kommen die Kollegen aus dem Tunnel raus. So, fahren wir hier rechts und dann wieder links. Oh ja, das passt gerade. Er fährt jetzt so runter. Sehr schön. Das ist doch ideal. Dann schauen wir mal, welchen Anhänger, den decken wir ab. Dann können wir schon mal abtanken und uns dann in Ruhe um die Miste kümmern, weil der wartet ja auch schon, dass er nachgeladen wird. So, da geht die Rundumkennleuchte an und es zeigt uns oben an 80%. Das hat also hervorragend geklappt. Bingo, das passt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der New Holland dann ohne Probleme, aber er hat ja kein so großes Schneidwerk, ob er da jetzt ohne Probleme wenden kann. Ah, da vorne steht schon der Kollege mit dem Wagen. Der wartet, der ist vorsichtig, weil der hat so ein bisschen, glaube ich, Respekt vor diesem John Deere, von der New Holland. Sehr schön, aber das klappt soweit. Hervorragend. So, wo ist der Fendt? Wo ist der andere Fendt? Ich meine, es ist ja nicht so, als hätten wir nicht genügend Fendts hier auf der Map. So, erstmal zuklappen. Buschen Licht. Na? Jupp. So, dann holen wir uns nochmal ein bisschen Material, noch ein bisschen Munition hier, um es auf dem Feld zu verteilen. Ja, und da ist auch wieder unser Hofhund unterwegs, der Charlie. Ja, er ist ein bisschen weit ab vom Schuss, beziehungsweise hier vom Heim, aber ist okay, ist okay. Eigentlich soll er ja den Hof bewachen und nicht die Felder. Aber ich denke, er hat auch schon mitgekriegt, dass immer sehr viele Rehe unterwegs sind. So, wir fahren mal zum Schweinestall und schauen mal, ob dort unsere Abladestation funktioniert. Sehr gut, sehr gut. Hervorragend. Und auf geht's, wieder zum Feld. Und dann werden wir, denke ich mal, ganz schnell zur Ölmühle fahren, um schon mal die erste Wagenladung in die Mühle zu bringen, damit wir auf jeden Fall mit der Produktion beginnen können. Je früher, desto besser. Jo. Und für das nächste Jahr haben wir uns ja auch vorgenommen, zum Beispiel Hafer anzusäen. Denn wir wollen ja auch Hafermilch produzieren, somit wir hier wirklich mal alle Produktionen auch durcharbeiten. So, wir fahren hier rum, weil da kommen wir natürlich auch zum Feld. Ja, aber er hat hier schon zu kämpfen, er hat hier schon zu arbeiten, das merkt man. So, rast hier den Berg runter. Dann lassen wir den einfach hier oben laufen. So, wir klappen wieder hinten aus. Und bringen alles in die entsprechende Startposition. Und hier müsste das dann passen.
Sudele. Und ab die Post. Hervorragend. Genau, passt optimal die Ausbringbreite. Sehr schön. So, was haben wir denn mittlerweile für Umweltbewertungen? Ihr wisst ja, das ist immer ein Thema bei mir. Und bei der 92, okay, da haben wir nicht optimal gedüngt, sehe ich gerade. Und Bodenbearbeitung, okay, wir haben gepflügt. Hätten wir vielleicht noch grubbern? Nee, das könnten wir jetzt nach dem Ausbringen der Miste, könnten wir dann etwas grubbern. Jetzt bin ich mal gespannt. Da hatten wir nämlich irgendwas so um die 50 und jetzt durch die Ernte geht natürlich hier die entsprechenden Werte hoch und wir haben unsere Verkaufspreise, unseren Bonus von 10 auf 11% jetzt hochbekommen. Okay, ich denke, viel besser wird es nicht werden, denn, wenn wir natürlich die 26 noch optimieren, dann denke ich, müssten wir so auf 12, vielleicht schaffen wir sogar die 13. Na, wir werden mal schauen. Hier haben wir sogar ein Feld mit 100. Hervorragend. So, wie weit ist er? 39, okay. Dann steigen wir hier in unseren Fendt, werden nochmal abtanken. Und dann bringen wir hier unsere Ölproduktion mal zum Laufen. Was mich gerade mal kurz interessiert, aber ich glaube, Sonnenblumen müssen wir nicht. Nee, da müssen wir, glaube ich, nee. Das ist nur bei Mais, wo wir pflügen müssen, aber nicht bei Sonnenblumen. Da können wir dann später drüber gehen und einen, mit dem Mulcher drüber gehen. Jetzt fällt mir nur nicht wieder das Wort dazu ein. Stoppelsturz, jetzt habe ich's. Da können wir eventuell einen Stoppelsturz machen, aber ich weiß gar nicht, macht man das bei, doch, das macht man mit Sicherheit auch bei Sonnenblumen, weil da hat man ja ziemliche Stoppeln und die muss man auf jeden Fall klein machen. Wir können natürlich auch mit der Scheibenecke drüber gehen, wäre auch eine Option. So, wie weit sind wir denn? Der Hänger ist jetzt 1200. Sehr schön, der ist soweit voll, dann fahren wir los. Dann fahren wir damit zur Fabrik und bringen hier die Produktion zum Laufen. Rechts müsste frei sein. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ja, links ist frei. Dann stoßen wir hier mal rein. Machen mal die Rundumkennleuchte an. So, jetzt. Sehr schön. Das heißt also, jetzt haben wir hier nicht nur eine Verkaufsstelle, sondern wir haben hier im Industriegebiet auch eine Produktion. Ich glaube, es gibt da noch die Schneiderei und hat sonst noch irgendwas? Die Schneiderei und was ist das dahin? Ach, die Trauben, stimmt. Und das mit den Trauben, da müssen wir ja mal schauen bezüglich, ihr wisst es, der Müsli-Produktion. So, wir kippen hinten ab, das ist dann am einfachsten. Ja, in der letzten Folge hatten wir auch ein bisschen Probleme mit dem Abkippen. Ist halt so eine Sache, wenn man hier mit zwei unterwegs ist. Und manchmal müssen wir seitwärts abkippen und hier kippt es sich halt gut nach hinten ab. Sehr schön, das heißt, wir haben Material und wir machen aus den Sonnenblumen Sonnenblumenöl. Werden hier gleich mal umstellen auf Verteilen, damit wir dann das Ganze auch letztendlich in unsere Produktionen bekommen. Ich muss mal schauen, war hier irgendwas? Hier war doch irgendwas. Ach so, ja gut, Diesel und so weiter könnten wir produzieren. Aber ob wir das jetzt wollen und brauchen, das wage ich fast zu bezweifeln. Ja, ansonsten geht es natürlich ins Lager. Ne? Hier haben wir die Öle und da sollte es dann eingelagert werden. Wunderschön. Freunde, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir haben wieder mal eine weitere Produktion an den Start gebracht hier. Das heißt also, auf Neuminibrunn geht es immer weiter. Wir kaufen eine Produktion nach der anderen und werden auch ein Feld nach dem anderen kaufen. Und ich denke, mal schauen, ob wir noch eine Folge machen vor dem Winter oder ob wir uns dann halt im März dann wiedersehen, wenn wir in die Aussaat gehen. Mal schauen. Oder natürlich auch eine Option, wir sehen uns, wenn wir in den Verkauf gehen mit unserem IT-Runner und dann entsprechend mal Logistik machen. Also, das ist auch eine Option für eine der nächsten Folgen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, Cheerio, bis zum nächsten Mal.